Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels. Wir sind zurück im Keller hier in der von Goblins verseuchten Stadt. Und ihr hört schon an meiner Stimme, sie ist noch sexier als sonst. Liegt einfach daran, dass ich ziemliche Halsschmerzen habe und erkältet bin. Ich werde diese Folge heute hier am Samstag hochladen. Kann sein, dass die nächsten Tage vielleicht nichts da ist. Ihr wisst dann warum. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es morgen wieder, aber ich werde das jetzt von Tag zu Tag machen. Ich habe auch noch eine Woche Urlaub. Also lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten wieder rein mit unserem Kühler. Ja, wir erkunden jetzt erstmal die ganzen Fässer hier. Das scheint so ein Alchemistending hier zu sein. Ganz viele unterschiedliche Pflanzen. Das ist hervorragend für unsere Alchemistengeschichte auch. Ich habe mich oben schon gewundert. Vagabundenkleidung, armselige Kleidung. Wir sammeln alles ein und verteilen das dann. Ja. Nebenbei, ich werde heute keine Bücher lesen. aber das können wir ja nachholen. Federkiel. Da waren wir überall. Hier ist noch ein Holzfass. Viermal Heiltränke. Das ist groß. Destillierapparatauslass. Tal mit Bach. Wir gucken mal, wie schwer diese ganzen Teile sind. Kriegt auch was zum Tragen. Wir packen das gleich zu den Waren hinzu. Mir ist bis jetzt nicht aufgefallen, dass man etwa die Flaschen für die Alchemie zwingend braucht. Können wir in die Alchemie reingucken? Wir haben hier die Schurkenmorchel. Das ist super. Bermut auch wieder voll. Asche. Dolchwurzasche. Suspension. Lasolit. Können gleich nochmal Bermut machen, Beschichtungen, Öl der Präzision könnten wir herstellen, Tränke, Heiltrank könnten wir herstellen. Guck mal, das ist doch hervorragend. Heiltrank des Gedankenlesens. Ja, das heben wir uns mal auf. Das können wir ja auch bei Bedarf dann. Gut. Time to press ahead. Ja, yeah, time to press ahead. Thanks, sir. Jetzt Kiste. Okay, da ist scheinbar was dahinter. Der Schrank schiebt sich auf die Seite. Wie geil ist das denn? Hier geht's also noch zu einem weiteren Versteck. Das müssen wir uns dann gleich angucken. Das ist halt schon geil gemacht. Da kommt man in ein verlassenes Haus, an dem man eigentlich, ganz ehrlich, das ist auch neu für mich, dieses Gebiet, habe ich noch nicht gespielt. Ich bin schon durch dieses Dorf gekommen, aber habe es links liegen gelassen, weil ich gedacht habe, findest du eh nichts. Und dann geht man in so ein Haus und findet einen Keller und im Keller noch ein Ding. Das ist schon geisteskrank. Immer auf zu den Waren hinzu. Weihrauchschale. Aufheben und zu den Waren hinzufügen. Also hier, der war auf alle Fälle mit Sicherheit ein Alchemist. Tigernebel zu den Waren hinzufügen.
Schwanktank, das meditieren. Da sind schon einige coole Sachen dabei, glaube ich. Aber er wird langsam sehr schwer, weshalb wir wieder unseren Packesel hier bemühen. Die Klamotten rüberschieben. Bücher packen wir mal zu ihr. Tasse kann er. Vase. Weihrauch. Hier ist so viel Zeug. Knoblauch, guckt euch das an. Das ist so ein Stößel. Muss Weihrauch. Ich lasse die Flaschen mal hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die überhaupt brauchen. Bettlaken. Lassen wir mal. Wir machen jetzt mal. Bila sagt, wir sollten hier in diesem dunklen Keller einfach mal alle Kerzen anzünden, weil er als quasi Assassine weiß natürlich, dass gerade in den Schatten die Gefahren lauern. Okay, hier waren wir schon, da vorne waren wir auch. Markt mit Staubwedel. Noch ein Tintenfass. Haben wir jetzt hier noch was irgendwo? Belladonna, guck doch da an. Verdächtiges Gift, okay. Ja, hier liegt doch noch einiges. Schaut mal her. Wermut. Nein. Herbstkokos. Belladonna. Holztruhe leer. Ah, okay, ich glaube, jetzt haben wir es. Wir speichern mal ab. Denn Vorsicht ist die Mutter der Porzellankelle. Schnell speichern, erfolgreich. Durchsuche den Keller. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Sorry, dass ich heute vielleicht ein bisschen leiser und weniger überschwänglich rede. Das ist einfach meiner Läsion geschuldet. Das macht wieder Laune. Das erinnert mich ein bisschen an den Hexer. Guck mal, da ist so eine Art unterirdische Höhle und es ist automatisch gespeichert worden. Was soll mir das sagen? Jetzt hier gleich der Nachtalb raus, oder? Bullywug-Trompete. Ui. Ja, toll. Talk to me. So, heilige Flamme. Die wird dir gleich mal da auffallen. Können wir den Zug beenden? Sind wir scheinbar im Vorteil, warum auch immer. Oh shit. Der hat gesessen. Aber dafür hat's der. Vielleicht sollten wir gleich einen Heiltrank nehmen. Machen wir keine halben Sachen. Den Knaubschlag hinterher. Wo
unleash me. Mhm. 40% hat er da nur. Natürlich jetzt die Frage. Das trifft ja auf alle Fälle. Dann kannst du ruhig ein bisschen zurückgehen noch. Machen wir eine Runde beenden. Wir könnten natürlich auch diesen Tatendrang machen. Und dann kriegt sie nochmal den Push hier vorne hin und versucht den gleich wegzuhauen. Jawohl. Haben wir das schon erledigt? Eil des Ilmata. Mhm. Kurzbogen. Kurzbogen. Wieso will er den nicht? How much farther can I go? Time to pack. Ach so, das bin ja ich selbst schon, okay. Kurzbogen. Kurzbogen. Ah, wie Asut. Wir nehmen die Picke mal mit, vielleicht können wir die gut gebrauchen. Erdhaufen. Was packt er da aus? Die Schaufel. Mal gucken wir mal. Dunkles Tagebuch. Ich lese das, aber ich lese es nicht vor, ja? Ihr könnt euch das in Ruhe... Ihr könnt ja pausieren. Aber seht mir das nach. Wiederbelebung. Okay, der Alchemist hat sich mit Wiederbelebung... Ja, okay. Das ist interessant. Also der Alchemist hier in dieser, dem diese Höhle und diese machen, also diese Geschichte hier gehört, der hat scheinbar so ein bisschen sich an dunkler Magie geübt. What's hiding here? I bet that will fit in my pack. Okay. Mehr scheint es jetzt hier aber auch nicht zu geben. Haben wir einen kleinen Kampf gehabt? Ihn hier irgendwo hin? Nee, der hat einfach hier seine... Tagsüber war er wahrscheinlich der nette Apotheker. Kommt man hier rauf? Wir können einmal nach hier oben gehen. Vielleicht kommen wir dahin. Vielleicht versteckt sich hier oben noch etwas. Ja, ist aber nicht so. Ja, dann können wir wieder hier hingehen. Können wir das hier noch erforschen? Looks empty. Wahrscheinlich schon auf dem... Nee, haben wir nicht. Verfaulte Hühnereier. Vielleicht kann man die auslegen und dann verziert der Spiegel. Wie raffiniert ist das denn? Das heißt nämlich, wir haben hier doch noch eine Aufgabe zu erledigen. Oha. Den Namen aus dem Buch. In den Tod. My master is no filthy hog.
half-breed. You are not Ermentoth. If you are his ally, step forward and declare it. Ja, ein Verbündeter deines Meisters. Ich habe keine Zeit für Spiele, lass mich frei. Only a true ally of Ermentoth may pass. Okay. What think you of the Zalkir known as Zastam? You remember stories of Zastam, a powerful lich in Thay who made deals with dark gods. Okay, Intelligenzgeschichte. Er ist ein großer, mächtiger Anführer. Oh oh. Okay. Das war scheinbar die falsche Alternative. Verdammt. Wir könnten einmal... Öl des Brandstifters, das machen wir mal. Können wir das nicht werfen irgendwie? Nee, ich will doch. Hä? Das will ich doch gar nicht. Time to strike. Nothing will stand in my way. Hey. Feuer. Nicht genügend Bewegungsrate. Ich will doch aber auch gar nicht laufen, Alter. Nicht genügend Ressourcen. Na gut, beenden wir mal den Zug. A critical step. Taking position. Shit, das war jetzt natürlich. Okay. What fools these mortals be. Scheiße, da war auch noch Feuer. Okay, einer minus. Gell, guck du nur in deinen Sarg rein. Sehr witzig. Können wir da etwa einen Feuerpfeil raushauen?
Scheiße, jetzt überall durchs Feuer gesappt. Na, durchschnaufen machen wir lieber noch nicht. Wir springen mal dahin. Sehr gut. Er macht da ständig die Kisten auf und zu. Okay. Wo haben wir denn unsere Heiltränke? Bin mal gespannt, ob ich die vielleicht sogar im Kampf übergeben kann. Stapel teilen, bestätigen. Let's finish this. Da ist er doch. Sehr gut. Down. Wir verstecken uns mal. Kann er denn nicht springen? Irgendwas ist bei ihm verbuggt, kann das sein? Warum? Sehr seltsam. Irgendwas funktioniert bei ihm nicht. Hä? Ja, beend mal halt den Zug. Scheinbar ist es. Dann würde ich vorschlagen. Wenigstens springen. Das scheint zu gehen. Na, vielleicht mal das hier. Ne, geht nicht. Hm.
So. Du springst da runter. Und heilst vor allem mal. Halt zusätzlich, hä? Das ist doch Mist. Wieso kann sie das jetzt nicht? Ach, weil wir den nicht mehr zur Verfügung haben. Kann natürlich sein. Dann müssen wir mal ganz kurz schauen, ob er hier... Er kann natürlich nichts mehr machen, sowas Blödes. Vielleicht eine kleine Ablenkung schaffen. Scheiße. Die sind wirklich gut, ey. Oh Mann, was ist denn hier los? Der macht das nicht. Irgendwie ist es hier gerade ziemlich verbuggt, Leute. Jetzt probieren wir nochmal zu kämpfen. Das macht er natürlich auch nicht. Weg ist unterbrochen. So. Den haben wir schön gekloppt aufs Maul. Machen noch einmal tief durchschnauben. Das brauchen wir auch wirklich hart. One can't always be a gentleman. Wenigstens das hat funktioniert. Ja. Der Gell, den müsste jetzt umgehauen haben, oder? Wer ist das denn? Ach, das ist hier unser... Scheiße, jetzt hat es unseren auch umgehauen. Sterbend. Okay. I don't fancy their chances. Na, wenigstens. Ein bisschen was wiederhergestellt. Na, oh, scheiße. Please help me. Kann den nicht, okay. Dann helf ihm mal hoch, ganz schnell. Ja, verdammt, das ist ja der erste richtig zähe Kampf.
Boah. Ja, hilft ja alles nichts. Jetzt gilt so langsam. Fehlschlag, wenigstens das. Fehlschlag, wunderbar. Okay, mein Zug. Sehr gut. Lauf mal so weit. Ah, jetzt läuft er nochmal durchs Feuer durch. Na, da habe ich ihn durchgeschickt, ne? Komm. Hau ihn um. Jawoll. Und dann. Vielleicht können wir. Sehr gut. Springt er mal da hoch. Scheiße, Mann. Jetzt liegt er schon wieder dumm da. Hier ständig am helfen. Shit. Sehr gut. Das war wichtig. Der kann leider nicht helfen. Scheiße. Scheiße. Quite the welcome. Probieren es einmal mit Springen bis hierher. Jetzt hau ihn doch mal aus den Nesseln. I speak, they burn. Helf ihm hoch. Nicht genügend Ressourcen. Mhm. Oh, ich habe ein Gift genommen, ich Trottel. Oh, da merkt man, dass ich krank bin, ey. Puh, das war jetzt aber echt eine schwere Geburt, ne? Ja, komm, ey, Alter. Can't afford to stay idle. Blackets will be done. So. Helfen, 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 helfen. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Ich will jetzt nicht quatschen, ich will. Wir müssen jetzt hier dem Dude helfen. Was bedeutet das denn?
Also, ich schlage vor, wir machen jetzt in jedem Fall hier eine kleine Rast. Und vielleicht lagern wir jetzt gleich auch. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das hier einigermaßen gewuppt kriegen. Das war jetzt teilweise missklickt, teilweise muss ich aber auch sagen, war es ein bisschen buggy, würde ich sagen. Ich speichere ab, weil ich jetzt noch einmal zu diesem Spiegel gehen möchte. You are not my master. If you are his ally, step forward and declare it. Only a true what think you of the Zolkir known as Zastan. Böse und abscheulich. You are no Zolkir. But are you wise? Tell me. Why might one use balsam ointment? Wow. Balsam. Balsam. Mundreinigung. A poor choice. Nein. You will be Nein. Nicht schon wieder. Okay. Don't waste the step. Die kann keine. Okay. Known as Zas, you are no. Tell me, why might one use balsam? Mundreinigung. Acceptable. Finally. Okay. If you could see anything in me, what would it be? Ich würde nach einem Zauber suchen, der mich von diesem Wurm befreit. You seek to survive. You seek power. Be welcome. Okay. Also das hat scheinbar funktioniert. Auch wenn das very strange ist ein bisschen. Ah, excellent choice. I must keep going. Okay. What might you be hiding? Wir sammeln erstmal alles ein. Agiler Wächter, ja. Die waren wirklich ziemlich agil, das muss man sagen. Wir gucken uns gerade mal die Bögen an. Sind es Langbogen? Mhm. Interessant. Aber brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt alle. Sammeln uns hier oben und werden tatsächlich lagern. Eine lange Rast einlegen. Ja. Das wollen wir machen. Wir werden jetzt das Lager nicht weiter nutzen, sondern wir werden einfach lagern, wenn das irgendwie geht. Was ist mit ihm nicht richtig? Hier kommt Käse. Bisschen Apfel. Heute gibt es mal Obst. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Shit. Astaria. No, no. It's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is.
A vampire, a slave to sanguine hunger. Nicht zu glauben, dass ich es nicht begriffen habe. Wir haben sogar euer Probandfilter eingehauen. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Wir gehen jetzt mal in die Ithilde Weisheit. Gerade so. Gerade so. What's this? What's happening? Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At their heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck, but into the twisting body of a rat. The only thing your master lets you eat. Ihr habt euch von Tieren ernährt, weil ihr dazu gezwungen wart, nicht weil ihr es wolltet. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Okay. Euch trauen, ihr wolltet mich beißen. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste, I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Ihr seid verrückt, nein. No, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on four legs to eat, ja. I suppose. Denk ich auch. See you in the morning. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Ja, das macht gar nichts. Okay. Sind wir nicht fertig? One day I'll catch a break. Morning. I hope last night's little unpleasantness hasn't left a bad taste in your. Well. Ja, das hoffe ich auch. I hope there are no bad feelings. Nein, aber ich habe Fragen, wieso ihr die Sonne überlebt. Oh, I have no idea. By rights, I should be cinders in this light, but. Someone or something is keeping me alive. Okay. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Ist das der Parasit? Well, that's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Yes, sir. Although there's still time. A vampire? Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. For his sake, he best not develop an appetite for Githyanki. Ich vertraue ihm.
Er wird uns nichts tun. I'm here in the spirit of openness and honesty to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell, dissuade any nighttime prowling. Wie eine Kuh. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Das befürchte ich auch, ja. Das befürchte ich auch. So, wie mache ich jetzt hier zu Ende? Lager verlassen. Jawohl. Wir sollten jetzt wieder ausgeruht sein. Und an dieser Stelle beende ich auch unser Abenteuer. Dreiviertel Stunde für euch an diesem Samstagnachmittag. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst doch gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ich freue mich über alles, was ihr mir schreibt. Und wie schon gesagt, sollte morgen oder in den nächsten Tagen kein Video auftauchen, nicht traurig sein. Ich spiele auf jeden Fall weiter und ich gebe mir aber Mühe, dass was kommt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann, euer Don Firenze.